Schnelltests sind ja auch ein großes Thema. In Weinheim werden jetzt die Mitarbeiter von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen geschult, wie sie denn diese Schnelltests richtig durchführen und wie das Ganze genau funktionieren soll. Das hat Max-Peter mit der Leiterin des Weinheimer Bildungsamtes besprochen. Frau Carmen Armand, Schnelltests sind unumgänglich auch auf dem Weg zum flächendeckenden Impferfolg. In Weinheim haben Sie ein ganz bestimmtes Konzept, die Schnelltests dann auch an den Mann zu bringen. Wie sieht das denn aus? Ja, unser Ziel ist es, möglichst viele Personen direkt vor Ort in den Einrichtungen, in den Schulen und in den Kitas zu testen, um Wege zu sparen für die Beschäftigten und so eben eine große, große Zahl von Menschen zu erreichen. Wir hatten diese Woche schon die erste Schulung für unser Personal. Diese wurde von Frau Elke König, sie ist Chefärztin bei uns an der GRN-Klinik, übernommen. Und da konnten unsere Erzieherinnen und Erzieher, aber auch die Beschäftigten in der Grundschulbetreuung selbst ausprobieren, wie man einen solchen Test bei den Kolleginnen und Kollegen durchführen kann. Es haben sich sehr viele schon bei dieser ersten Schulung bereit erklärt, mitzumachen, sodass wir im Laufe dieser Woche wirklich vor Ort in den Einrichtungen starten können. Natürlich muss das alles mit der Unfallkasse, mit dem Personalrat, mit dem Arbeitsschutz abgeklärt werden. Aber diese Dinge, ja, sind soweit erfolgt. Wir erstellen jetzt noch Schutzkonzepte für die Einrichtungen und am Mittwoch geht es dann auch wirklich los. Also Ausbildung wirklich dann auch für Schutzpersonal, für Pflegedienste. Wie sieht die Ausbildung denn genau aus, dass ich es dann auch tatsächlich richtig mache? Ja, die Ärztin, von der ich eben gesprochen hatte, schult eben diese 20 bis 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Veranstaltung, gibt erst allgemeine Informationen und dann geht es auch wirklich sofort in die Praxis. Die Personen sitzen dann zu zweit an einem Tisch, packen ihr Set Schnelltest aus. Diese Schnelltest-Sets sind so. Da ist dann auch alles drin enthalten, vom Stäbchen über diesen kleinen Anzeigechip bis hin zur Flüssigkeit, in der die Stäbchen dann auch eingerührt werden. Unser Personal trägt dazu Face Shields, Einmalhandschuhe, einen Schutzkittel und eben eine FFP2-Maske. Und dann wird dieses Stäbchen demgegenüber in den Rachen, in die Nase eingeführt. Alles unter Anleitung dieser Ärztin, die dann auch pro Pärchen immer dabei steht und guckt, dass alles richtig gemacht wird. Und wenn der Test dann geklappt hat, wird natürlich das Ergebnis abgewartet, dauert circa 15 Minuten. Und die Personen werden in eine Liste aufgenommen und dürfen dann auch bei ihren Kolleginnen und Kollegen diese Tests durchführen. Also es geht hier nicht um Pflegepersonal, sondern um Erzieherinnen, Erzieher, aber auch Grundschulbetreuungskräfte, im nächsten Schritt dann hoffentlich auch Lehrkräfte, die diese Tests bei den anderen vor Ort in der Kita durchführen. Frau Hamon, dann wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei. Alles Gute. Ja, vielen Dank.